Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In einem meiner letzten Filme habe ich ja gezeigt, wie man den Mond wunderbar fotografieren kann. Und ich habe mir gedacht, wir steigen jetzt etwas tiefer in diese Materie ein. Und ein sehr einfaches Objekt oder relativ einfaches Objekt, was man auch schön im Sommer fotografieren kann, ist die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie, die recht einfach aufzufinden ist. Ich werde euch gleich mal ins Stellarium zeigen, wohin man schauen muss und wie man dann zur Andromeda-Galaxie kommt. Und heute wird es halt in dem Film darum gehen, wie wir Andromeda wunderschön fotografieren können. Ihr seht es hier schon, ich werde heute mal eine Montierung verwenden. Das ist der Star Aventura. Ich war damals einer der ersten, der einen hatte und bin mega zufrieden damit. Es ist halt eine kleine Reisemontierung, aber die reicht wunderbar, um mein Equipment für heute Abend tragen zu können. Das Ganze ist auf einem Holzstativ montiert, weil das einfach schwingungsarm ist und zum anderen etwas schwerer als wie Carbon. Weil die Aufrüstung, die heute Abend hier montiert ist, die hat etwa 5 Kilo und das wäre für das Carbonstativ schon etwas zu viel, zumindest für mein Carbonstativ. Für alle, die es nicht wissen, so eine Montierung dient normalerweise dazu, man richtet diese über den Polsucher auf den Polarstern aus. Man stellt also hier vorne noch den Breitengrad ein, wo man sich befindet. Bei mir sind das ungefähr, ich glaube, 48 Grad. Dann kann man über den Polsucher genau den Polarstern fixieren. Hier ist also innen drin eine Markierung. Und es gibt Apps, die zeigen, wo der Polarstern um diese Uhrzeit halt auf dieser Markierung sein muss. Dann stellt man das genauso ein. Und wenn man diese Montierung dann einschaltet, dann dreht sich die Montierung und gleicht somit diese Drehbewegung der Sterne aus, die man sieht. Also natürlich bewegen sich ja nicht die Sterne, aber die Erde dreht sich. Und da das für uns Menschen von hier unten auf der Erde so aussieht, als würden sich die Sterne langsam drehen, wird das hierdurch ausgeglichen. Und das hat einfach den Vorteil, dass man ein Objekt durch die Kamera anvisieren kann und das bleibt halt immer an der gleichen Stelle. Deswegen werde ich diese Montierung verwenden, denn ich werde heute Abend sehr viele Aufnahmen erstellen. Mit so einer Montierung wäre es problemlos möglich, was weiß ich, bis zu 5 Minuten zu belichten, mit optimalen Bedingungen. Ja gut, das geht jetzt schon etwas zweites Thema rein, aber mit so einer Montierung könnte man auf jeden Fall, was weiß ich, 2-3 Minuten lang belichten. Mir ist aber aufgefallen, gerade wenn man Objektive und Kamera verwendet, führt das oftmals nicht zu den Ergebnissen, die man sich wünscht. Bei einem Teleskop ist das meistens perfekt alles justiert und ausgerichtet und man hat schöne Ergebnisse. Aber bei Objektiven ist es so, wenn ich jetzt beim Beispiel der Andromeda-Galaxie bleibe, dann fotografiere ich Andromeda und der Zentrum meines Bildes ist wirklich knackenscharf, aber an den Rändern hat man Unschärfe und zwar, weil die Objektive meistens zum Rand hin unscharf werden, zumal wir fotografieren ja meistens mit Offenblende und dann hat man fast bei jedem Objektiv am Rand Unschärfe. Und diese Unschärfe führt einfach dazu, dass sich da minimale Striche bilden. Wenn ich also jetzt beispielsweise 2 Minuten lang belichte, dann hätte ich da einen kleinen Strich, der, ich sag mal, auf dem Bild vielleicht 2-3 mm lang wäre. Irgendwie sowas. Das Problem aber jetzt ist, wenn ich Fotos stacke, also beispielsweise mache ich 100 Aufnahmen, ich stacke diese, dann habe ich den Kern, das Zentrum, knackenscharf, alle Sterne sind wunderbare Punkte, so wie es sein soll, aber am Rand hat sich dieser kleine Strich von dem einen Foto bei hunderten Fotos addiert und ich habe richtig deutlich erkennbare Strichspuren, und zwar in allen 4 Ecken. Und das Bild ist somit eigentlich versaut. Und deswegen werde ich hingehen, und erstelle 5 Sekunden Aufnahmen. Also ich verwende wieder mein 300 mm Objektiv bei Offenblende, also f4,5, zusammen mit meiner Pentax K1 Mark II. Und bei 300 mm Objektivlänge kann ich ungefähr 5 Sekunden gut belichten, so dass ich in der Mitte Sterne in Punktform habe, aber auch am Rand. Und deswegen werde ich viele 5 Sekunden Aufnahmen erstellen, ich denke mal so um die 500 Stück, werde diese dann später wieder stacken und dann hoffen wir, dass das Ergebnis fantastisch werden wird. Beziehungsweise ich weiß, dass das Ergebnis fantastisch werden wird, weil ich die Objekte schon mehrmals fotografiert habe, nur halt nicht mit dem Objektiv, sondern mit einem Sigma. Aber wir haben bei dem
Film über den Mond ja gesehen, dass das Objektiv hier wirklich knackscharf ist. Und deswegen werde ich das heute mal hiermit probieren. So, stacken werden wir das Ganze am Ende mit dem Deep Sky Stacker. Der ist halt einfach optimiert für solche Aufgaben und der liefert auch fantastische Ergebnisse. Was auch noch dazu kommt, ist die Anzahl der Aufnahmen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden, ich denke mal, um die 500 Lights erstellen, vielleicht auf 1000. Mal schauen, wie es heute Abend mit dem Wetter passt und mit der Bewölkung und allem drum und dran. Zusätzlich zu diesen Lights geht man aber hin und macht die Gegenlichtblende ab, macht den Objektivdeckel vorne drauf und erstellt noch eine gewisse Anzahl von Darks. Darks bedeutet wirklich, der Objektivdeckel ist drauf, das heißt, das Foto, was am Ende herauskommt, ist eigentlich schwarz. Aber es geht sich darum, wenn ihr fotografiert bei hoher ISO und dann über diesen langen Zeitraum, das wird ja ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden dauern, dann erhitzt sich der Sensor und das führt zu einem stärkeren Bildrauschen. Und dieses Bildrauschen ist eben auch bei Darks zu sehen, also auch bei schwarzen Aufnahmen. Und deswegen erstelle ich dann immer noch mal so um die 100 Darks, verrechne diese ebenfalls im Deep Sky Stacker, das wird dann ein Master Dark. Und auf diesem Master Dark ist komplett all das Rauschen zu sehen, was bei diesen 100 Aufnahmen entstanden ist. Und das Ganze wird dann von den gesteckten Lights, Lights sind die normalen Aufnahmen, wo also die Informationen von Andromeda drauf zu sehen werden. Und das Master Dark wird dann halt von diesen Lights abgezogen und führt halt dazu, dass es ein sehr, sehr rauscharmes Bild wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Rauschen zu 100% weg ist, aber es ist wesentlich besser, als würde man keine Darks erstellen. Deswegen erstellt bitte Darks. Und ganz wichtig ist dabei, dass die Darks in der gleichen Aufnahmesituation erstellt werden müssen. Was bedeutet, ihr seid jetzt draußen, macht eure 100 Lights oder 500 Lights und dann bitte auch direkt an Ort und Stelle die Darks erstellen bei gleicher Belichtungszeit, bei gleicher Blende. Denn wenn ihr jetzt das Objektiv beispielsweise reintragt oder ins Auto legt und denkt, oh komm, ich fahre schon mal nach Hause und mache derweil meine Darks, dann ändert sich ja die Temperatur. Das heißt, es wird das Ergebnis verfälscht von diesen Darks und das könnte im schlimmsten Fall das Bild ruinieren. Deswegen bleibt bitte vor Ort, macht die Darks unter den gleichen Aufnahmen wie auch die Lights und dann ist alles wunderbar. Was ich auch noch mache, sind BIAS. Also ich weiß, das sind viele Fachbegriffe, aber die heißen einfach so. Bei BIAS ist es so, da wird ebenfalls der Objektivdeckel aufgeschraubt. Man stellt aber als Belichtungszeit die kürzeste Belichtungszeit ein, die die Kamera hergibt. Das wäre in meinem Fall 1/8000 Sekunde. Und dann erstelle ich davon auch nochmal so 100 Aufnahmen. Und diese dienen dazu, daraus wird dann auch ein Master BIAS erstellt. Und auf diesem Master BIAS ist halt Staub zu erkennen oder Sensorfehler, also Hotpixel, Coldpixel. Das ist auf diesem Master BIAS dann zu sehen. Und dieses Master BIAS wird dann halt auch von den gesteckten Lights abgezogen. Und das Ganze dient halt dazu, dass ihr am Ende halt ein perfektes Ergebnis bekommt. Ihr habt ein Foto mit einem absolut niedrigen Rauschverhalten und die kompletten Sensorfehler sind rausgerechnet worden. Also gerade Hotpixel, das sind ja immer nur ein Pixel, der dann rot ist, oder ein Coldpixel wäre halt blau. Und das sieht dann gerade bei Sternfotografie so aus, als wäre es ein Stern. Aber tatsächlich ist es ja kein Stern und wir wollen das ja so realistisch wie möglich fotografieren. Deswegen machen wir diese BIAS auch. Und was man auch noch machen könnte, wären Flats. Das heißt, man fotografiert mit dem Objektiv gegen eine helle weiße Wand oder man spannt vorne drüber ein weißes Tuch und hält eine Taschenlampe davor. Und erstellt dann ebenfalls viele Aufnahmen, erstellt daraus einen Masterflat und das dient dann halt dazu, dass man die Vignettierung des Objektivs herausrechnen kann. Vignettierung bedeutet, dass das Bild zum Rand hin etwas abschattet und das könnte man dadurch beseitigen. Tatsächlich spare ich mir diese Flats, weil die Vignettierung kann man auch wunderbar in Photoshop so entfernen. Das dauert dann halt, was weiß ich, 3-4 Sekunden. Und die Aufnahmen, die würden bei 5 Sekunden Belichtungszeit, würden die wieder ewig lange dauern. Die Zeit spare ich mir dann tatsächlich. Also insgesamt werden das mal
heute Abend dann um die 700, 800 Fotos werden mit Lights, mit Darks und mit den Bias. Vielleicht sogar noch mehr, wenn das Wetter stimmig ist und es nicht bewölkt, dann könnte ich noch mehr Aufnahmen machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder am PC, wenn wir diese Aufnahmen eben stacken werden im Deep Sky Stacker. Nur zur Info, ich weiß, das Thema mit der Montierung habe ich jetzt recht schnell abgehandelt. Für den Fall, dass euch das interessiert oder ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann gerne auch mal einen Film machen, wo ich genauer auf solche Montierungen eingehe, für was die da sind, wie man sie einstellt, also einordnet, was man damit wunderbar fotografieren kann, worauf man achten muss, was der Schneckenfehler zum Beispiel ist und all sowas. Aber das wäre jetzt für diesen Film hier zu viel gewesen. Nur wie gesagt, wenn es euch interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. So, und jetzt sehen wir uns gleich wieder am PC. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der Entwicklung hier am PC. Ich habe jetzt erstmal Stellarium geöffnet, um euch zu zeigen, wie man denn Andromeda überhaupt findet. Und zwar fange ich erstmal an mit dem Polarstern. Ich habe hier eine Montierung verwendet und ich sehe jetzt schon, das hier ist der Polarstern. Und ich finde den immer so, hier ist zum Beispiel der große Wagen zu sehen oder auch der große Bär. Und wenn man diese beiden unteren Sterne einfach auf einer Linie verlängert, dann wandert man automatisch zum Polarstern. So ist der relativ gut zu finden. Schwieriger wird es natürlich dann, wenn noch mehr Sterne zu sehen sind, dann geht der etwas unter. Aber ihr werdet irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, wo ihr den Polarstern findet. So, das hier drüben, dieses W, das ist Cassiopeia. Und Cassiopeia steht immer gegenüber vom großen Wagen, also großer Wagen, Polarstern, Cassiopeia. Und wenn man Cassiopeia gefunden hat, dann nimmt man sich diesen Stern und geht etwas weiter in diese Richtung hier. Ich zoome mal etwas näher ran, damit ihr dann seht, wo ihr ungefähr hin müsst. Ihr seht also hier Cassiopeia. Und wenn ihr das zweite Dreieck nehmt, also hier ist ja ein Dreieck zu sehen, und hier ist ebenfalls ein Dreieck zu sehen. Und der untere Stern von diesem Dreieck, der zeigt schon fast in Richtung Andromeda. Denn hier ist die schon zu finden. Das ist Andromeda und genau das ist das Objekt, was ich halt fotografiert habe. Ich weiß, dass das benötigt wahrscheinlich etwas Zeit, bis dass ihr das gefunden habt. Ich mache es normalerweise so. Ich nehme ein 50 mm Objektiv und fotografiere etwas unterhalb von Cassiopeia, zum Beispiel so hierhin. Und mit etwas Glück ist dann Andromeda schon auf dem Foto zu sehen. Also das wäre dann auf dem Foto wahrscheinlich unten rechts in der Ecke. Dann richte ich die Kamera auf Andromeda aus, mache ein 135 mm Objektiv drauf, mache wieder ein Foto. Richte dann die Kamera so aus, dass Andromeda genau in der Mitte steht. Und dann nehme ich das 300 mm Objektiv und mache ein weiteres Foto. Und dann sollte im besten Fall Andromeda wirklich im Zentrum sein. Und ihr könnt ja mehrere Testaufnahmen machen, dass ihr halt, wenn Andromeda zum Beispiel da steht, richtet ihr die Kamera etwas weiter nach unten rechts. So müsste die Kamera etwas weiter nach oben links korrigiert werden. Und das macht ihr halt so lange, bis Andromeda wirklich im Zentrum eures Fotos steht. Und falls ihr mit einer Montierung arbeitet, würde ich sagen, ihr macht erstmal 5 Testfotos, ruhig mit etwas längerer Belichtungszeit, beispielsweise 1 Minute. Das heißt, beim 5. Foto sind dann also schon 5 Minuten vergangen. Und wenn ihr dann diese 5 Fotos hintereinander euch anzeigt auf dem Display, dann seht ihr ja, ob Andromeda stillstehen geblieben ist oder ob es sich in irgendeine Richtung leicht bewegt hat. Und wenn ja, dann korrigiert das. Falls ihr ohne eine Montierung arbeitet, dann wird Andromeda auf dem ersten Foto hier sein, auf dem zweiten dort, auf dem dritten dort, auf dem vierten dort, auf dem fünften dort. Und spätestens nach dem 5. Foto würde ich dann halt die Kamera manuell wieder korrigieren, dass Andromeda wieder in der Mitte steht. Dann könnt ihr wieder 5 Fotos machen. Andromeda wandert wieder nach oben, wieder korrigieren.
und so weiter. Ich weiß, das ist etwas aufwendiger, deswegen nehme ich ja die Montierung her, aber für den Fall, dass ihr keine Montierung habt, könnt ihr euch so eigentlich ganz gut behelfen. Ich habe mir die ganzen Fotos, die ich erstellt habe, jetzt schon einmal aufgeteilt. Das hier sind also die Lights, die Bilder, die sichtbare Informationen enthalten. Ich kann mal davon eins aufmachen. Das sieht also so aus. Absolut unspektakulär. Und wir werden halt später sehen, was wir aus diesen Aufnahmen herauskitzeln können. Und ich habe hier schon mal einen Probelauf gemacht. Das heißt, das hier sind die ganzen Lights, die ich erstellt habe. Das waren insgesamt jetzt, Moment, 900 Lights, die ich erstellt habe. Und jetzt habt ihr es gerade vielleicht schon gesehen. Hier unten liegen solche Infodateien. Und diese Infodateien, die legt der Deep Sky Stacker an. Darin sind also Informationen enthalten, wo markante Sterne zu erkennen sind auf jedem einzelnen Foto. Und der Deep Sky Stacker verwendet diese Informationen, um halt die Bilder korrekt ausrichten zu können. Bei euch sind diese Infodateien natürlich noch nicht da. Bei mir sind die jetzt nur da. Ich habe direkt nach der Aufnahmeserie einen Durchlauf gemacht, weil ich so neugierig auf das Ergebnis war. Und es war aber schon zu spät, um dann noch diesen Film hier zu erstellen. Deswegen habe ich einfach mal so einen Probedurchlauf gemacht, habe das Ganze mal entwickelt und war schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber bei euch wären halt nur diese Lights zu sehen. Und ich würde euch auch empfehlen, das so ein bisschen aufzuteilen, weil ihr tut euch dann wesentlich leichter im Deep Sky Stacker gleich. Das hier sind, wie gesagt, die Lights. Das hier sind die Darks. Mal schauen, ob man darauf etwas sehen würde. Ja gut, so vom Reinen würde ich jetzt sagen, da sieht man wirklich gar nichts drauf. Aber tatsächlich ist darauf, zum Beispiel wie hier, so rauschend zu erkennen. Hier sind auch ganz schwache Punkte. Also auf meinem Display kann man es schwer erkennen. Wahrscheinlich im Film später noch schlechter, obwohl ich sehe gerade in der Aufnahme. Also auf dem Film ist es fantastisch zu erkennen, wie stark dieses Rauschen ist. Und aus diesen ganzen Darks wird dann gleich auch ein Master Dark erstellt. Das sind die Informationen zu diesem Master Dark. Und das wäre halt das gesteckte Ergebnis dieses Master Darks. Entschuldigung. Und ähnlich wie bei den Darks habe ich das auch mit den BIAS gemacht. Auch hier wird wieder ein Master Offset erstellt oder ein Master BIAS. Wir können auch da mal eins anschauen, ob wir darauf schon irgendwelche Informationen sehen können, die halt nicht korrekt sind. Okay, hier war gerade ganz klein. Hier sind ganz kleine fehlerhafte Punkte zu erkennen. Wie gesagt, diese Informationen, die werden halt auch alle zusammengerechnet. Auch hier seht ihr es wieder. Da ist ein Punkt, da, da. Und diese fehlerhaften Informationen des Sensors, die werden halt ebenfalls gesammelt und zu einem Master Offset erstellt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, öffnen wir einfach mal den Deep Sky Stacker. Und dann zeige ich euch mal, wie genau das mit dem weiteren Vorgehen funktioniert. So, das ist jetzt hier die Oberfläche vom Deep Sky Stacker. Das haben wir ja schon einmal kennengelernt. Ich habe hier oben die Version 4.2.6. Falls ihr da eine etwas ältere Version habt, ist das eigentlich nicht so tragisch, denn die Änderungen haben sich eigentlich nur auf, ich sag mal, den Kern des Programmes ausgewirkt. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit auf 4.2.6 aktualisieren. Wenn ihr den Deep Sky Stacker öffnet, steht hier meistens auch direkt ein Hinweis, die aktuellere Version so und so ist verfügbar. Und ich update dann halt immer gleich. Aber wie gesagt, meistens wirkt sich das wirklich nur auf den Kern des Programms aus und weniger auf die grafische Oberfläche. Jetzt wollen wir die Fotos, die wir hier in verschiedene Ordner eingeordnet haben, in den Deep Sky Stacker laden. Kurz zum Hinweis noch, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber hier diese 300 mm Plejaden Lights, die haben jetzt nichts damit zu tun. Hier habe ich einfach die Plejaden fotografiert, also diese sieben Schwestern, wie man sie auch nennt. Ihr seht auch hier, das ist in der Einzelaufnahme ein völlig unspektakuläres Ergebnis und
Auch daraus habe ich am Ende ein wirklich, wirklich tolles Bild entwickelt. Aber das zeige ich ein anderes Mal. Nur nochmal, dass ihr hier keine Fragen offen habt. Also für uns sind wichtig diese Lights, Darks und Bias. Und genau diese öffnen wir jetzt hier im Deep Sky Stacker. Wir gehen also hier erst einmal auf Light Frames öffnen im passenden Ordner Andromeda Lights. Wählen wir alle Fotos aus. Diese Dateien, die ich euch vorhin gezeigt hatte, diese Infodateien, die tauchen jetzt hier nicht auf, weil hier nur Bilddateien angezeigt werden. Das heißt, ich wähle hier alle Dateien. In meinem Fall, weil ich ja schon einmal den Durchlauf gemacht habe, muss ich dieses Autosave natürlich rausnehmen. Das wäre ja das Ergebnis, was am Ende herauskommt. Das ist bei euch also nicht vorhanden. Alle Lights auswählen und auf Öffnen. Dann haben wir noch Dark Frames erstellt. Wir gehen also in den Ordner 300 mm Darks, wählen auch dort alle aus. Auch hier das Master Dark nehme ich mal raus, das gibt es ja bei euch noch nicht. Auf Öffnen. Flat Frames hatte ich ja kurz im Intro erklärt, das dient dazu, die Vignettierung der Objektive bzw. bei den Bilddateien die Vignettierung herauszurechnen. Die habe ich jetzt nicht erstellt, darauf habe ich verzichtet. Aber Bias-Frames haben wir erstellt. Und auch hier wähle ich alle wieder aus und gehe auf Öffnen. Hier unter Art sehen wir jetzt, wir haben jede Menge Lights, dann irgendwann die Darks und ganz unten die Bias. Jetzt sind witzigerweise hier unten die Bias schon markiert gewesen. Ihr braucht aber jetzt nicht hingehen und alle hier einzeln anklicken, sondern geht einfach hier auf Alle auswählen. Damit sind also alle Bilder gemeint, die wir vorher geladen haben. Alle auswählen. Und ich mache es jetzt immer so, dass ich auf ausgewählte Bilder registrieren gehe. Man könnte auch direkt auf ausgewählte Bilder stacken gehen, aber dann fängt der Deep Sky Stacker da tatsächlich direkt an zu stacken. Beziehungsweise man kann noch einige Parameter einstellen, aber über ausgewählte Bilder registrieren erhaltet ihr mehr Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Ich zeige euch das mal kurz. Es öffnet sich also dieses Fenster, falls ihr es jetzt nicht mitbekommen habt. Ausgewählte Bilder registrieren. Registrierungseinstellungen. Dieses Häkchen wird bei euch deaktiviert sein. Das ist jetzt bei mir nur an, weil ich ja schon einmal diese Fotos gestackt habe und der Deep Sky Stacker fragt jetzt nochmal nach, soll ich wirklich die bereits registrierten Bilder noch einmal stacken? Dann mach hier ein Häkchen und falls nicht, lass diese raus. Die automatische Hotpixel-Erkennung, die lassen wir natürlich eingeschaltet. Und nach der Registrierung stacken, das wäre also hier ausgewählte Bilder stacken. Wir registrieren die Bilder also alle und möchten sie danach stacken. Und hier wählen Sie die besten. 100% würde ich hier niemals einstellen. Entweder so 90 oder 95%, vielleicht auch 85%. Ihr wisst ja selber, wenn ihr euch die Fotoserie das erste Mal angeschaut habt oder einfach mal drüber geflogen seid, ob da jetzt viele Aufnahmen dabei waren, die vielleicht verwackelt waren oder ähnliches, dann würde ich halt hier einen etwas niedrigeren Wert einsetzen. Natürlich jetzt nicht zu niedrig. Also, wie gesagt, das ist halt wichtig. Ihr solltet euch vorher mal die Fotoserie angeschaut haben, damit ihr wisst, wie viele Bilder ihr ungefähr verwenden könnt. Ich habe es jetzt hier auf 95% eingestellt, da ich ja halt mit einer Montierung gearbeitet hatte. Ich bin die ganze Zeit gar nicht an die Kamera rangegangen. Die hat über den Auslösetimer alles selber gemacht. Das heißt, Verwacklungen sind relativ auszuschließen. Wäre es jetzt sehr windig gewesen und die Kamera- und Objektivkombination, die waren jetzt halt sehr groß, die wären also etwas windanfällig gewesen, dann hätte ich jetzt hier mal so 90 eingetragen. Aber ihr verschenkt dann natürlich auch Informationen. Deswegen, hier ist es einfach, ja, ich sag mal, erfahrungswert, was man hier einträgt. Ich habe jetzt hier 95 eingetragen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, tragt 90 ein. Und dann passt das soweit alles. Hier muss ich jetzt das Häkchen wieder setzen. Erweitert. So, das ist auch ein wichtiger Punkt. Der Sternerkennungsschwellenwert. Das heißt, hier ermitteln wir,
welche Sterne der Deep Sky Stacker verwenden soll, um die einzelnen Bilder miteinander zu vergleichen und korrekt ausrichten zu können. Wählen wir hier also einen zu kleinen Wert, ich gehe jetzt extra mal hier hoch auf 80%, dann kann man hier einmal draufklicken, Anzahl der erkannten Sterne berechnen und es kämen 22 Sterne raus. Das ist also schon sehr, sehr wenig. Also man sollte mindestens, ich sag mal, um die 150 Sterne verwenden. Es kommt halt auch darauf an, wie, ich sag mal, mit welcher Brennweite man gearbeitet hat und wie viele Sterne auf den Fotos zu sehen sind. Aber 22 ist schon arg wenig. Deswegen gehe ich jetzt hier mal mit dem Regler etwas runter, so auf 40%. Gehe nochmal auf Anzahl der erkannten Sterne berechnen. Jetzt kämen schon 77 Sterne raus. Schauen wir mal bei 20%. In meinem Fall mache ich es so, dass ich wahrscheinlich so auf 400 Sterne gehe. 150 wäre auf jeden Fall schon wesentlich besser als wie die 22 am Anfang. Schauen wir mal bei 10%, was da rauskommt. Ja, 350 Sterne. Also damit könnte man auf jeden Fall schon mal arbeiten. Jetzt haben wir das eingestellt, dann gehen wir nochmal auf empfohlene Einstellungen. Alles, was hier grün ist, ist in Ordnung. Wenn jetzt hier etwas Blaues steht, dann lest euch bitte durch, was da steht. Schmalbandaufnahmen verarbeiten, dann müsste man diesen Superpixel-Modus verwenden. Wir haben aber keine Schmalbandaufnahmen erstellt. Deswegen lassen wir das so. Falls ihr hier dann etwas ändern möchtet, zum Beispiel hier, sie stacken 921 Lightframes, verwenden sie die Sigma-Clipping-Kombinationsmethode, diese haben wir jetzt ausgewählt, oder aber verwenden sie die Auto-Adaptive-Weighted-Average-Kombinationsmethode. Wenn ich jetzt diese verwenden wollen würde, brauche ich das hier bloß anzuklicken und dann ist es ausgewählt. Aber ich arbeite tatsächlich mit der Sigma-Clipping-Kombinationsmethode am liebsten, weil die halt meiner Meinung nach sehr gute Ergebnisse liefert. So, hier unten passt auch schon mal alles. Wenn die Farbbalance im fertigen Bild nur schwer in der Nachbearbeitung übernommen werden kann, RGB Hintergrundkalibrierung verwenden. Entschuldigung. Hierzu ist noch wichtig zu sagen, der Deep Sky Stacker, der erstellt jetzt, also der wird jetzt gleich das Stacken beginnen und am Ende erstellt er eine Autosave-Datei und diese Autosave-Datei hat eine Farbtiefe von 32 Bit. Das heißt, für jeden Tonwert habt ihr 2 hoch 32 Möglichkeiten. Das sind also Milliarden. Und das können eben viele Bildbearbeitungsprogramme nicht auslesen. Also die können diese Datei entweder gar nicht öffnen oder sie öffnen sie halt fehlerhaft. Ich mache es so, ich lasse das Bild einfach mal erstellen. Am Ende wird dann hier diese Autosave-Datei abgespeichert und ihr seht dann hier auch eine Vorschau von dem Bild. Und dann könnte man hier über Bild speichern unter auch das Bild als 16-Bit-Datei speichern. Das kann man dann schon in den meisten Programmen wieder öffnen, um dann später bearbeiten zu können. Ich glaube, ich zeige euch das aber jetzt gleich einfach mal kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier soweit alles eingestellt. Dann gehe ich hier auf OK und schon beginnt. Warum sind wir jetzt? Achso, okay. Und auf OK. Und jetzt fängt der Deep Sky Stacker mit dem Stacken an. Das heißt, es werden erst einmal alle Bilder registriert. Ihr hört es an meinem PC. Er geht also jetzt schon. Die Lüfter laufen schon etwas höher, obwohl es ein wirklich leistungsstarker PC ist. Aber der Deep Sky Stacker, der haut jetzt hier wirklich richtig viele Informationen durch und das kann euren PC eine ganze Zeit lang blockieren. Also wenn ihr einen etwas älteren PC habt oder einen etwas leistungsschwachen PC, dann kann es durchaus passieren, dass der Deep Sky Stacker so viele Ressourcen in Anspruch nimmt, dass ihr kaum noch etwas anderes nebenbei machen könnt. Also jetzt den Browser öffnen und halt nebenbei ein bisschen zu surfen oder auf YouTube oder Facebook rumzuhängen ist jetzt natürlich nicht das Problem, aber aufwendigere Arbeiten werdet ihr wahrscheinlich nebenbei nicht machen können. Deswegen startet das am besten abends. Ich meine, ich habe diesen Durchlauf ja jetzt schon einmal machen lassen und wie gesagt, mein PC ist wirklich kein schlechter und bei mir hat dieser Stacking-Prozess
knappe 20 Stunden in Anspruch genommen. Ich weiß, das ist sehr lang. Ich habe halt auch sehr viele Aufnahmen verwendet. Das waren jetzt 900 Lights, 200 Dark Frames und nochmal 200 BIAS-Aufnahmen. Also über 1300 Fotos insgesamt. Das ist natürlich schon wirklich sehr viel. Aber wie gesagt, 20 Stunden hat es bei mir gedauert. Wenn ihr mit 500 Lights arbeitet und 100 Darks sowie 100 BIAS, sind es insgesamt 700 Aufnahmen. Das wäre also dann wesentlich schneller fertig. Wobei wesentlich im Sinne von, es würde trotzdem mehrere Stunden dauern. Also seid euch dessen bewusst, wenn ihr das hier startet, dauert es eine ganze Zeit. Ich habe diesen Prozess ja jetzt schon durchlaufen lassen. Das heißt, ich breche jetzt hier einfach mal kurz ab und öffne dann diese Autosave-Datei, die der Deep Sky Stacker am Ende erstellen würde. So, wenn der Deep Sky Stacker durch ist mit seiner Aufgabe, dann erscheint hier dieses fertige Bild. Das ist also wirklich das Ergebnis eures Stackings. Auch das sieht noch etwas unspektakulär aus, aber lasst euch davon nicht täuschen. Im Hintergrund hat der Deep Sky Stacker auch bereits diese Autosave-Datei abgelegt. Die wird immer im gleichen Ordner abgelegt wie auch die Lights. Und die hat halt in dem Fall eine Farbtiefe von 32 Bit. Hier sind auch nochmal die Informationen zu sehen. Insgesamt war die Belichtungszeit, also die Addierung aller Lights, die wir verwendet haben, diese 95%, eine Stunde und 9 Minuten. Und es wurden halt 828 Lights verwendet. Wenn das Bild jetzt hier so zu sehen ist, dann gehe ich immer hin, hier auf Bild speichern unter, suche mir den Ordner aus, wo es abgespeichert werden muss, gehe dann hier auf 16-Bit Farbtiefe. Wichtig ist auch, dass hier der Punkt unten gesetzt ist, also bei Anpassungen im gespeicherten Bild einbetten oder aber nicht anwenden. Das heißt, wenn ihr hier noch irgendwelche Änderungen vorgenommen habt, dann soll er das zwar speichern, aber eben nicht wirklich verarbeiten. Ich nehme aber hier erst gar keine Änderungen vor. Das mache ich halt im Bildbearbeitungsprogramm. Jetzt könnte ich halt hier mit 16-Bit Farbtiefe speichern. Ihr könnt aber natürlich auch gerne versuchen, in Photoshop direkt diese Autosave-Datei einmal zu öffnen oder halt in eurem Bildbearbeitungsprogramm, was ihr halt selber verwendet. Dann seht ihr das hier auch noch einmal. Hier RGB 32-Bit. Wenn ihr das jetzt in eurem Bildbearbeitungsprogramm ändern möchtet, könnt ihr das meistens über eine Funktion hier oben erstellen. Bei Photoshop ist es so, man geht einfach auf Bild, Modus und stellt jetzt hier 16-Bit ein. Und dann kann man hier noch Änderungen vornehmen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einstellen, wie das Bild auf 16-Bit umgerechnet werden soll. Wenn man hier genau weiß, was man tut, dann kann man das gerne so machen. Ich habe es aber tatsächlich so gemacht, ich habe einfach im Deep Sky Stacker schon eingestellt, dass es auf 16-Bit speichern soll und dann wird mir dieser Prozess quasi abgenommen und man erhält ein recht gutes Ergebnis. So, das ist das Bild, was ich jetzt in Deep Sky Stacker abgespeichert habe mit 16-Bit Farbtiefe und ihr seht im Vergleich zu der Vorschau beim Deep Sky Stacker sind hier eher Informationen verloren gegangen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Im nächsten Schritt gehen wir einfach mal hin. Über Fenster öffnen wir uns das Histogramm und gehen hier auf die Alle Kanäle Ansicht. Das heißt also, wir bekommen den roten, den grünen und den blauen RGB angezeigt. Jetzt dupliziere ich mir erst einmal das Foto und gehe auf Bild, Korrekturen, Tonwertkorrektur und gehe etwas mit dem mittleren Regler in Richtung Tiefen. Das heißt, ich erhelle die Tiefen, aber hier sachte vorgehen, denn ihr seht schon, es würden jetzt hier Bildfehler auftauchen, die ich natürlich erst einmal vermeiden möchte. Das heißt, ich hebe das hier sachte an, bis kurz vor der Grenze, wo es dann anfängt, ich sag mal, schlimm auszusehen. Und gehe auf OK. Das war jetzt quasi
Das erste Stretching nennt man das. Wir stretchen also diesen Bereich hier etwas auf, um mehr Informationen zu erhalten. Ich gehe hier jetzt auch mal hin und schreibe einfach rein, erster Stretch oder First Stretch. Das Ganze wiederhole ich jetzt noch einmal, um zu schauen, ob ich da noch etwas mehr Informationen herauskitzeln kann. Und wieder gehe ich ziemlich sachte vor, um halt diese Bildfehler noch in Grenzen zu halten. Okay. Jetzt sehen wir hier, der Rotkanal, der enthält viele Informationen, also der hat mehr Informationen in den Tiefen und auch in den Lichtern, in den Helligkeitsbereichen, als wie beispielsweise der blaue Bereich. Und das versuche ich jetzt einmal auf ein gleiches Level zu bringen. Das ist jetzt noch etwas schwer, weil diese Helligkeitsinformationen sehr schmal sind. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, noch einmal über die Lichter etwas mehr Informationen herauszukitzeln. Ich kann mich also immer weiter herantasten an ein gutes Ergebnis, aber unter Berücksichtigung, dass ich hier diese Bildfehler natürlich in Grenzen halten möchte. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Kanäle anpassen möchte, dann gehe ich ebenfalls wieder auf diese Tonwertkorrektur, lasse aber hier oben nicht Kanal RGB stehen, das heißt, ich bearbeite alle Kanäle gleichzeitig, sondern gehe jetzt mal direkt auf den Grünkanal. Denn wir sehen ja hier im Histogramm, dass dieser Grünkanal etwas mehr Informationen enthalten könnte. Und jetzt kann ich hier hingehen, die Tiefen etwas anheben bzw. nach rechts verschieben, das heißt, die Tiefen, die werden noch etwas dunkler und die Mitteltöne erhöhe ich mir etwas. Also den bewege ich leicht nach links, das heißt, der Farbbalken wandert in diese Richtung. Bewege ich hier nach rechts, wandert der Balken wieder nach links zurück. Und mein Ziel ist es zu erreichen, dass die beiden Kanäle ungefähr die gleiche Breite haben und halt auch übereinander liegen. Man kann das hier oben zwar ganz schlecht erkennen, aber das ist vielleicht dann auch nochmal eine Hilfe. Und wir sehen halt da, dass ich mit dem Grünkanal noch etwas zu weit bin. Ich versuche also genau an die Grenze des roten Kanals zu stoßen. Das ist halt etwas frimmelige Arbeit, aber es lohnt sich. So, der Grünkanal ist jetzt angepasst. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem Blaukanal. Der müsste auch etwas breiter gezogen werden. Dann ziehe ich die Mitteltöne etwas runter, mit den Tiefen gehe ich etwas rüber und taste mich halt so an ein Ergebnis heran, wo die drei Kanäle relativ gleich aussehen. Wenn das der Fall ist, drücke ich hier OK. Und das war schon der erste Schritt in die richtige Richtung und wir sehen, es sind schon etwas Informationen herausgekommen. Im Vergleich zum ursprünglichen Bild haben wir also hier schon einige Informationen herausgekitzelt. Nun kann ich jetzt natürlich noch einmal versuchen, über die Tonwertkorrektur noch etwas mehr Informationen herauszukitzeln. Also mein Ziel wäre es eigentlich, ungefähr hier, ja ich sag mal, was ist das, ungefähr bei 20% zu landen, was aber etwas schwierig werden wird, weil dann halt schon Bildfehler auftauchen könnten, obwohl jetzt hält es sich in Grenzen. Das heißt, wir waren bis jetzt mit dem Stretching sehr erfolgreich. Hier sieht man jetzt halt eine leichte Kontur, die sich bilden würde, hier auch. Aber wir gehen ja auch gar nicht so weit hoch, sondern heben das Bild nur minimal an, immer. Wir müssen uns also hier wirklich immer sehr vorsichtig und sachte bewegen, sage ich mal. Aber nach und nach kitzeln wir halt immer mehr Informationen aus Andromeda heraus. Jetzt gehen wir hier oben auf Korrekturen und machen erstmal eine Sättigungskorrektur. Das heißt, wir heben jetzt hier mal die Sättigung deutlich an. Wir wollen ja auch Farben später im Bild haben. Das sieht schon ganz gut aus. Wir müssen halt auch hier immer wieder schauen, passt es oder bin ich halt von den
Kanälen her zu sehr abgewichen. Falls ihr jetzt zum Beispiel ein sehr bläuliches Bild erhaltet oder sehr rötliches Bild, könnt ihr hier über die Farbbalance die einzelnen Kanäle nochmal bearbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel etwas mehr ins Rötliche reingehen. So, hier vielleicht etwas mehr ins Bläuliche. Und im nächsten Schritt gehe ich jetzt über die Gradationskurven hin, weil wir konnten ja jetzt gezielt nur die Tiefen, die Mitteltöne und die Lichter bearbeiten. Und bei der Gradationskurve ist es so, wir setzen uns einen Punkt und können dann dementsprechend frei bewegen. Das heißt, den Mittelpunkt, den ziehe ich mir jetzt mal etwas mehr in die Tiefen rein. Mit den Tiefen gehe ich noch etwas weiter runter. Und die Lichter, die, ich sag mal, interessanten Informationen, die hebe ich mir etwas mehr an. Und ihr seht, am Ende kommt halt so eine leichte S-Kurve heraus. So. Auch hier natürlich nicht übertreiben. Also wenn ihr jetzt hier wieder zu sehr in die Tiefen reingeht, dann verlieren wir wieder Informationen. Deswegen immer schön sachte rangehen. Mit den Lights auch nicht übertreiben, weil sonst brechen euch die Lichter aus. Aber wenn ihr am Ende so eine S-Kurve habt, ist das eigentlich ein, ich sag mal, recht gutes Ergebnis. Wir können jetzt hier schon sehen, dass der Blaukanal etwas ausbricht. Das heißt, wir gehen wieder über Korrekturen und Tonwertkorrektur. Moment, wir müssen natürlich das Bild auswählen. Bildkorrekturen und Tonwertkorrektur, wählen uns den Blaukanal und ziehen den wieder etwas rüber, dass der wieder stimmig ist mit den beiden anderen Kanälen. Jetzt stehen die drei wieder schön übereinander. Und ihr seht es, es ist wirklich ein langsames Herantasten. Also ihr müsst mehrmals in diese Tonwertkorrektur reingehen. Das ist halt dieses Stretching. Ihr arbeitet euch da immer sachte an das Ziel heran. Immer Stückchen für Stückchen. Könnt halt immer wieder korrigieren. Und deswegen arbeite ich hier auch mit diesen Einstellungsebenen. Denn wenn ich jetzt merke, ah okay, ich müsste jetzt hier nochmal was korrigieren, dann kann ich es einfach doppelt anklicken und kann es dann halt noch einmal bearbeiten, was sich dann halt auf das Bild auswirken wird. Aber ich würde sagen, dieser First Stretch, den schließen wir jetzt soweit ab und erstellen uns erst einmal eine neue Ebene, wo halt diese Informationen alle mit übernommen werden. Bei mir am PC ist es so, ich arbeite mit einem Windows-PC. Ich drücke also die Shift-Taste, die Steuerungstaste, die Alt-Taste und E zusammen. Und dadurch erhalte ich eine einzelne Ebene, worin halt alle diese Informationen jetzt bereits enthalten sind. Und auch hier gehe ich wieder hin, erstelle mir erstmal eine Farbtonsättigungsebene und erhöhe die Sättigung noch etwas mehr, weil wir kennen Andromeda ja als relativ gelb scheinendes Objekt, gelb-orange, sage ich mal, gelb-orange, ja. Und diese Farben möchte ich jetzt natürlich nach und nach herauskitzeln. Dann gehe ich noch einmal in diese Gradationskurven hinein und hebe jetzt mal das ganze Bild etwas an, um Andromeda weiter herauskitzeln zu können. Jetzt gehe ich noch einmal in die Farbbalance rein. Schau mal, was ich hier noch korrigieren kann, dass das Bild etwas natürlicher ausschaut. Denn der Hintergrund, der wäre ja eigentlich tief schwarz. Aber wir wissen, dass das etwas, ja, ich sag mal, etwas blau-schwarz ist. Das heißt, ich versuche schon hier in diese Blautöne reinzukommen.
Gehe dann noch einmal über Korrekturen, Tonwerkkorrektur hin. Muss natürlich das Bild dafür auswählen. Und stretche das noch etwas mehr. Aber ihr seht schon, jetzt bin ich einfach an dieser Grenze angekommen. Egal, was ich jetzt verändere, es treten Bildfehler auf, die ich natürlich vermeiden möchte. Das heißt, hier kann ich jetzt schon gar nicht mehr so viele Änderungen vornehmen, ohne dass ich das Bild eher kaputt bearbeite. Dann würde ich sagen, wir belassen das jetzt erstmal an dieser Stelle. Und jetzt wird es etwas kniffliger, denn das Problem ist, wir möchten Andromeda natürlich noch weiter herausbearbeiten, aber diese Bearbeitung, die wirkt sich auch auf die Sterne aus. Deshalb nehmen wir uns ein weiteres Programm zur Hilfe, welches kostenlos verfügbar ist und was uns dazu dient, die Sterne hier aus dem Bild quasi zu entfernen, so dass wir wirklich nur mit dem Nebel oder dieser Galaxie arbeiten können, beziehungsweise auch dieser Nachbargalaxie. Und dafür laden wir uns jetzt erst einmal ein Programm herunter, falls ihr das noch nicht habt. So, also wir öffnen uns einmal den Browser. Und das Programm, welches wir suchen, nennt sich StarNet++. Hier wird es auch schon angezeigt. Und über starnetastro.com können wir das Programm halt kostenlos herunterladen. Wir brauchen es halt für Windows. Ich verzichte jetzt mal auf den Download, denn ich habe es ja schon heruntergeladen. Und ihr wählt hier halt das Passende aus. In meinem Fall war das Windows. Natürlich würde ich das Graphical User Interface nehmen. Das heißt, ihr arbeitet mit einer grafischen Oberfläche. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Kommandozeile zu arbeiten. Aber das ist meiner Meinung nach unnötig kompliziert, wenn es eine grafische Oberfläche gibt, die die gleichen Arbeiten erledigt. Und in eurem Download-Ordner findet ihr dann dieses StarNet 2.0 GUI. Das ist eine gepackte Datei, die könnt ihr einfach entpacken und startet dann StarNet GUI Exe. Vorher müssen wir aber natürlich hingehen und dieses Bild, so wie es jetzt gerade ist, ich erstelle mir daraus nochmal eine Ebene mit Shift, Steuerung, Alt, E, dass ich eine einzelne Ebene habe, gehe auf Datei, Speichern unter, lege mir das auf den Desktop, damit ich es gut wiederfinden kann und nenne das Ganze jetzt mal einfach Andromeda Sterne. Speichern. Hier stelle ich jetzt ein, keine Bildkomprimierung. Den Rest, das passt alles so, Interleaved, IBM, RLE, das passt. Speichere mir das. Dann gehe ich zu meinem StarNet++. Und das Programm ist wirklich sehr, ich sag mal, benutzerfreundlich aufgebaut. Weil ihr habt hier ein Input-File, ein Output-File und hier steht Browse. Jetzt öffnen wir die Datei, die wir gerade abgelegt haben, Andromeda Sterne. Und hier, das ist der Ausgabename. Hier schreibe ich mir jetzt einfach noch dazu, ohne Sterne, damit ich weiß, ah, das eine ist mit den Sternen, das andere ist ohne Sterne. Und mehr braucht ihr hier schon gar nicht einstellen. Geht einfach auf Run und den Rest macht das Programm alleine. Das geht also wirklich sehr, sehr easy. Das ist jetzt diese Kommandozeile, die sich automatisch öffnet. Und ihr seht, das Programm fängt jetzt an, die Sterne aus dem Bild herauszurechnen. Und wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann wird uns diese Datei, wo wir den Namen gerade vergeben haben, Andromeda unterstrich ohne Sterne, an der gleichen Position abgelegt, wo auch das ursprüngliche Bild gelegen hat. Und das lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen. So, jetzt steht hier Done, das heißt, die Arbeit ist abgeschlossen. Das Fenster können wir schließen und wir öffnen uns kurz diese
das Ergebnis. Andromeda ohne Sterne. Und so sieht das Ganze halt aus, wenn die Sterne herausgerechnet worden sind. Und ich finde, dass das Programm macht einen grandiosen Job. So, und jetzt machen wir hier weiter mit unserem Stretch. Das ist also quasi jetzt der dritte Stretch. Gehen über Bild, Korrekturen, wieder in diese Tonwertkorrektur hinein und versuchen auch hier, was man hier noch schön verbessern kann. Denn wir wollen halt jetzt die Galaxie bzw. diese beiden Galaxien, das ist ja hier eine Nachbargalaxie, herauskitzeln, ohne aber, dass es da zu Tonwertabbrüchen kommt. Das heißt also, dass hier diese Streifen entstehen. Das ist jetzt in dem Fall nur die Vorschau. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, passt das wieder alles. Wir könnten jetzt hier nochmal eine Korrektur vornehmen, weil der Blaukanal, der hängt etwas hinterher. Und wie ich schon gesagt habe, Entschuldigung, das ist natürlich der Grünkanal. Der Grünkanal müsste etwas weiter rübergeschoben werden. Und beim Blaukanal ist es so, dass der etwas zu weit ist. Den ziehen wir in die andere Richtung. Und über die Korrekturen gehen wir jetzt hin und arbeiten uns wieder an das Ergebnis heran, was wir uns wünschen. Ihr seht, hier kommen immer mehr Details raus. Genau das ist natürlich das, was wir auch erreichen möchten. Und falls ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt, es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwelche Farben oder Ähnliches künstlich hinzufügen. Das sind alles Informationen, die bereits in dem Bild enthalten waren. Über Farbtonsättigung gehen wir jetzt noch einmal hin, heben die Farben etwas weiter an, dass es halt richtig schön bunt wird. Man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, wir bearbeiten den Kern etwas anders als das Äußere drumherum, um dem etwas mehr Farbe zu geben. Aber ich belasse es jetzt mal so natürlich, wie es jetzt ist. Und ein Problem, was jetzt natürlich entstanden ist, ist, dass hier einmal dieser Halo drum entstanden ist. Dem wirken wir entgegen, indem wir wieder eine neue Ebene erstellen. Und hier gehen wir jetzt einfach hin und malen mit schwarzer Farbe über diesen Randbereich drüber, dass diese Ecken wieder dunkler werden. Wir können hier aber natürlich auch hingehen und einfach sagen, wir machen jetzt nochmal eine Korrektur, wo wir die Tiefen deutlich runterziehen. Aber wir nehmen uns das Fadwerkzeug und erstellen uns hier erstmal eine Auswahl um Andromeda herum. Es muss jetzt nicht hundertprozentig genau sein, aber dass wir halt diese Auswahl um Andromeda herum erstellt haben. Gehen auf Auswahl und wählen hier Radius weiche Kante, da können wir ruhig mal 20% einstellen und füllen diesen Bereich mit schwarzer Farbe. Das heißt, auf der Maske selber sehen wir jetzt hier diesen schwarzen Fleck, beziehungsweise wollten wir das ja genau andersrum haben. Das heißt, wir invertieren diese Auswahl jetzt. Das heißt, jetzt haben wir den schwarzen Bereich, der die Andromeda-Galaxie markiert. Wir können noch kurz hingehen und diese kleine Nachbargalaxie ebenfalls aus der Maske herausholen. So, das können wir noch etwas korrigieren. Dann wählen wir einmal Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Denn ihr seht ja, dieser Rand hier, der war sehr, sehr hart. Und über den Gaußschen Weichzeichner können wir diese
ja, sag mal, diese Kontur der Galaxie etwas weicher machen. Wir können also hier mit dem Wert nach rechts gehen, das heißt, die Maske wird etwas weicher. Oder aber ihr geht nach unten und erhaltet eine sehr harte Kontur. Wir wollen das Ganze natürlich sehr, sehr weich haben. Das heißt, wir gehen mal hier so auf, ja, auf 85 in meinem Fall jetzt, drücken OK. Und jetzt haben wir die Galaxie ausgewählt. Wir wollen aber den Bereich außen herum ja abdunkeln. Dafür drücke ich jetzt einfach mal Steuerung I. Und tausche diese Auswahl um. So, jetzt haben wir das Ganze etwas weicher gemacht. Und wenn wir jetzt hier auf diese Gradationskurven gehen, dann dunkeln wir wirklich nur den äußeren Bereich ab, der sich um die Galaxien herum befindet. Aber auch hier gehen wir natürlich sehr sachte vor. Dann gehe ich hin, markiere die beiden Ebenen. Das heißt, ich drücke kurz die Steuerungstaste, wenn eine von den beiden Ebenen ausgewählt ist, Steuerungstaste drücken, die zweite Ebene anklicken, rechte Maustaste auf eine Ebene reduzieren. Und jetzt kann ich zusätzlich noch hingehen, den Pinsel vergrößern. Dazu drückt ihr einfach die Steuerungstaste und die Alt-Taste gemeinsam, dann die rechte Maustaste. Geht ihr nach links, wird der Pinsel kleiner, nach rechts wird der Pinsel größer. Und was wichtig ist, dass ihr hier oben bei Härte eine weiche Kante einstellt, also Härte bei 0. Denn wenn ich jetzt male, ich kann das mal kurz auf 100 hochstellen, dafür mache ich den Pinsel ab etwas kleiner, damit ich mir das Bild nicht zerstöre. Wenn ich jetzt hier mit Schwarz male, ich gehe mal kurz hier drüber, damit ihr das deutlich erkennt, wenn ich jetzt hier mit Schwarz male, dann seht ihr diese harten Konturen. Und wenn ich den Pinsel weich stelle, dann erhalte ich einen, ja, eher weiche Kanten. Und das ist das, was wir erreichen wollen, denn wir wollen ja das Bild nicht zerstören. Also Härte bei 0. Den Pinsel können wir recht groß auswählen. Und dann malen wir hier einfach nochmal über die Ecken, dass alle Informationen, die jetzt nicht wirklich für uns relevant sind, wirklich abgedunkelt sind. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. So, ich taste mich dann ganz vorsichtig an diese Galaxien heran. Ihr müsst etwas aufpassen, denn auch wenn die Markierung des Pinsels hier zwar durch diesen weißen Kreis eingezeichnet ist, ist es so, dass die weiche Kante auch etwas über den Rand des Pinsels hinauswirkt. Also wenn ich jetzt hier zu nah rankomme, dann seht ihr das? Dann male ich schon dunkler, obwohl ich an der Galaxie selber noch gar nicht dran bin. Deswegen lieber vorsichtig herantasten und dann sachte alles schwarz malen, was wir später abdunkeln wollen. Okay, so und das Ganze haben wir jetzt gemacht, um uns das quasi als eine Maske zu erstellen. Ich nenne das jetzt Ganze auch einfach mal Maske. Und jetzt gehe ich hin, erstelle mir nochmal eine Farbtonkorrektur. Und hier setze ich die Sättigung jetzt mal deutlich höher. Und gehe hin, gehe auf die Maske, drücke einmal Steuerung A, dass das alles markiert ist, und Steuerung C. Dann kann ich diese Ebene ausblenden, indem ich hier auf das Auge klicke und drücke bei gedrückter Alt-Taste auf diese Maskierung hier drauf. Das heißt, ich wähle jetzt diese Markierung aus und drücke hier Steuerung V. Noch einmal Steuerung I. Wie wir sehen, sehen wir nichts, weil wir hier natürlich jetzt erst nochmal die Ebene selber anwählen müssen. Und wir sehen, dadurch, dass wir jetzt hier die Sättigung hochgeschoben haben, haben wir die Sättigung innerhalb der Galaxie angehoben. Und
Wir kopieren uns diese Maske hier einmal, indem wir Steuerung A und C drücken und gehen hier bei gedrückter Alt-Taste auf diese Maske drauf, drücken hier Steuerung V, invertieren diese wieder, also mit Steuerung I umwandeln. Und hier können wir jetzt hingehen und die Sättigung absenken. Das heißt, das wirkt sich auf das Äußere aus. Das machen wir also dunkler. Ich übertreibe das jetzt einmal sehr stark, damit ihr das besser sehen könnt. Aber wir gehen natürlich auch hier sachte vor. So. Hier haben wir die, wo wir die Galaxie selber bearbeiten. Dort erhöhen wir das Ganze natürlich etwas. Dann erstelle ich mir eine neue Ebene mit Steuerung Shift-Alt-E. Gehe hier nochmal in die Gradationskurven rein. So. Kann jetzt natürlich hier auch nochmal mit Farbtonsättigung arbeiten. Ich sehe, das ganze Bild wird jetzt etwas grünlich. Das heißt, ich gehe auf Korrekturen, Farbbalance, nehme hier das Grün etwas raus, hebe dafür Rot etwas an und so würde ich das jetzt fast lassen. Jetzt gehe ich rüber auf das Bild, was wir vorhin bearbeitet haben, also das Bild mit den Sternen. Drücke hier einmal Steuerung A, Steuerung C, damit das Bild komplett markiert ist und kopiert ist. Gehe in mein bearbeitetes Bild rein und drücke hier einfach Steuerung V. Das heißt, das Bild wird jetzt hier drüber gelegt. Und beim Ebenenmodus wähle ich hier, jetzt muss ich kurz schauen, was wir hier am besten nehmen. Ich denke, negativ multiplizieren. So, jetzt haben wir diese beiden Aufnahmen eigentlich gematcht hier. Das können wir mal schließen, das braucht man nicht mehr. Und ihr seht, das Bild ist jetzt immer noch sehr hell. Jetzt gehe ich erst einmal hin, beschneide mir das Bild etwas. Und es sieht etwas komisch aus, wenn Andromeda unten ist und diese Nachbargalaxie oben drüber. Ich drehe das mal so hin, wie ich es für natürlich halten würde, ungefähr so. Ich schaue darauf, dass halt die Galaxie schön im Zentrum zu sehen ist und setze mir das so ein bisschen schräg hin, dann sieht es einfach schöner aus. So. Jetzt kann ich natürlich hingehen, wieder eine Korrektur vornehmen, hier die Tiefen mal etwas deutlich rausarbeiten. Bei den Lichtern muss ich etwas vorsichtiger sein. So, okay. Jetzt hat sich hier bei den Kanälen natürlich einiges verschoben. Ich versuche mal, ob ich das noch ein bisschen korrigieren kann beim Grünkanal. Gehe ich etwas weiter rüber, muss halt darauf achten, dass es nicht zu grünlich wird. Ungefähr so. Jetzt gehe ich in diese Farbbalance rein und ihr seht, ihr müsst immer wieder die Kanäle wechseln, beziehungsweise ihr müsst immer wieder an den Tonwertkorrekturen arbeiten und das Ganze noch etwas herauszukitzeln. Es ist halt ein langwieriger Prozess, aber es lohnt sich halt am Ende. Okay. Shift-Steuerung-Alt-E. Wir können jetzt mal kurz vergleichen, wie das Bild im Vergleich zum Original aussieht. Ah gut, jetzt haben wir hier natürlich das ohne Sterne genommen.
Aber auch so sieht man ja schon, dass die Galaxie deutlich herausgearbeitet worden ist. Wir können natürlich jetzt hingehen über Filter, Camera Raw Filter und mal schauen, was wir dort noch für Verbesserungen oder halt Optimierungen an dem Bild vornehmen können. In den Grundeinstellungen setze ich als erstes mal den Kontrast etwas höher. Was hier wirklich sehr effektiv ist, ist halt dieser Dunst-Entfernen-Regler. Damit könnt ihr das Ganze etwas weicher machen oder eben die Strukturen noch etwas stärker herausarbeiten. Ich hebe das hier also mal ein bisschen an. Dynamik und Sättigung hebe ich ebenfalls an, damit das Ganze noch etwas, ich sag mal, bunter wird. Über Detail können wir hier natürlich nochmal eine Rauschreduzierung vornehmen. Das macht das ganze Bild dann wieder etwas weicher. Und gleichzeitig gehen wir aber hin und schärfen das Bild auch etwas nach. Und was ich jetzt gerne noch mache, das ist aber halt eine Möglichkeit, die halt nicht jedem zur Verfügung steht, falls ihr das Programm nicht habt. Ich habe halt diese Nik Collection noch. Im normalen Fall wäre das Bild jetzt hier fertig. Ich sehe gerade, das Ganze ist etwas blaustichig. Also gehe ich nochmal über die Farbbalance, korrigiere das hier noch etwas. So. Und normalerweise wäre das Bild jetzt soweit fertig. Falls ihr die Nik Collection besitzt, könnt ihr auch dort gerne nochmal reingehen. Und zwar in Color FX Pro 5. Ich ziehe mir das mal kurz hier rüber. Und hier mache ich es dann so, dass ich über den Detail-Extractor, der findet sich hier, könnte man noch etwas mehr an Details herausarbeiten. Aber auch hier muss man natürlich sehr sachte vorgehen. Das heißt, 25% ist mir hier schon etwas zu viel. Ich gehe hier etwas runter. Gleichzeitig hebe ich hier den Kontrast etwas mehr an. Die Sättigung bei 6% kann man mal so lassen. Wir könnten natürlich jetzt hier auch etwas anheben. Dann wird das Ganze noch etwas bunter. Und wie gesagt, wir arbeiten hier die ganze Zeit mit den Informationen, die halt auch tatsächlich in dem Bild vorhanden waren. Also wir haben jetzt nichts irgendwie künstlich dazu gemalt, sondern wirklich nur die Informationen verwendet, die ohnehin in dem Bild enthalten waren. So, ich glaube, so passt das ganz gut. Dann gehe ich jetzt hier mal auf Anwenden. Das mache ich mal zu, das brauchen wir nicht mehr. Und wir sehen jetzt, dass halt nicht nur die reinen Informationen übernommen worden sind, denn der Detail-Extractor, der wirkt sich natürlich auf alles aus. Das heißt, Ansicht, ganzes Bild, jetzt kann ich natürlich hingehen und auch hier nochmal eine Maske erstellen mit schwarzer Farbe. Über die Bereiche malen, die ich nicht behalten möchte. Dann sage ich mal, dann weiche ich das Bild wieder etwas auf, dass diese harten Strukturen, die jetzt unerwünscht waren, wieder verschwinden. So. Schauen, dass ich hier alle Bereiche mitnehme. Ihr seht das ja hier an der Maske. Hier nochmal am Rand drüber gehen, beziehungsweise hier auch. Und jetzt hat sich dieser Detailextractor wirklich nur auf die Galaxien ausgewirkt. Und so finde ich, ist das Ganze schon ein fantastisches Ergebnis. Also man sieht hier sehr schön, diese Strukturen von Andromeda kommen hervorragend heraus. Ebenso diese Nachbargalaxie. Ich gehe jetzt noch einmal hin, erstelle mir eine letzte Ebene, worauf alle Informationen enthalten sind. Und damit sind wir fertig mit der Bearbeitung. Das Ganze war jetzt natürlich in dieser Live-Demo etwas schwieriger, als wenn man einfach darauf hinarbeiten kann. Und
Das war jetzt nur eine Vorgehensweise. Also es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Wege, die hier zum Ziel führen würden. Aber im Vergleich zum Original, ich schau mal, ob ich das noch mal finden kann. Andromeda Lights, da war das. Wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte nur diese Datei bearbeitet, ich meine, ich kann das jetzt nicht auf die Schnelle machen, aber das war halt das Originalbild, wie es ursprünglich einmal ausgesehen hat. Und wir haben im Endeffekt das daraus gemacht. Da sieht man schon sehr, sehr deutlich den Unterschied. Und auch wenn ich dieses eine Bild, beziehungsweise das ist ja jetzt die Autosave-Datei, woraus wir das hier überhaupt erstellt haben. Und das sind wesentlich mehr Informationen, die wir da herauskitzeln konnten, als wenn wir jetzt hier einfach nur eine Einzelaufnahme genommen hätten. Da wäre zum einen das Rauschen unglaublich stark drauf gewesen. Das Bild hätte nicht so viele Informationen enthalten. Die ganzen Sensorfehler wären noch auf dem Bild zu sehen gewesen, ebenso wie das Rauschen. Und man sieht es ja hier schon an dem Kern, wie stark das Rauschen in einer Einzelaufnahme gewesen ist. Aus dem Grund haben wir halt diese verschiedenen Aufnahmen alle gesteckt. Ja, und wie gesagt, das ist halt das Ergebnis, was wir da rauskitzeln konnten. Es kann natürlich sein, dass die Bearbeitung bei euch etwas abweicht, dass ihr vielleicht weniger Schritte braucht oder vielleicht auch mehr Schritte braucht. Wichtig ist halt, arbeitet immer sachte und langsam. Lieber etwas zu wenig und dann später nochmal eine weitere Korrektur vornehmen, als wie es in einem Schritt zu übertreiben und das Bild zu ruinieren. Und so könnt ihr euch langsam aber sicher an dieses Ergebnis herantasten. Ich kann auch nochmal zeigen, diese Plejaden. Da hatte ich ja ebenfalls sehr viele Lights erstellt, beziehungsweise ich glaube, es waren um die 500. Und auch das habe ich natürlich dann mal entwickelt und geschaut, was kann man aus den Aufnahmen herausholen. 500 Lights waren hier vielleicht etwas zu wenig, aber das Ganze würde dann so aussehen. Ich zeige auch noch mal kurz, wie mein erstes Ergebnis ausgesehen hat, was ich in diesem Probedurchlauf erstellt habe. Das wäre halt so gewesen. Da habe ich halt Andromeda etwas anders gedreht. Und das kann ich wieder schließen. Das ist halt das Ergebnis, was wir jetzt herausbekommen haben. Ihr seht, hier bin ich etwas dunkler gewesen. Im Vergleich dazu ist das Bild hier sehr rötlich. Und ihr wisst ja jetzt bereits, wie man das korrigieren könnte. Korrektur und beispielsweise über die Farbbalance geht ihr hin, schiebt das Bild etwas ins Rötliche hinein, Entschuldigung, ins Bläuliche natürlich, weil wir wollen ja das Rote etwas reduzieren. Oder über die Gradationskurven können wir die Tiefen etwas absenken. Und so tastet ihr euch einfach an das Ergebnis heran, was ihr selber, ich sag mal, erwartet oder wie ihr euch das vorstellt, wie es aussehen sollte. Ich meine, über alle Galaxien und Nebel, die es da draußen zu fotografieren gibt, gibt es ja bereits massig fertige Aufnahmen. Man kann dann einfach mal die Google-Suche anschmeißen und schauen, ah, okay, in welche Richtung müsste diese Entwicklung gehen? Und dann schaut ihr halt, dass ihr euer Foto so anpasst, bis das Ergebnis für euch zufriedenstellend ist. Ich weiß, die ganze Bearbeitung, die war jetzt sehr aufwendig. Ich glaube, wir haben über eine Stunde insgesamt gebraucht, aber das ist halt dieser Prozess. Und ich meine, man macht ja nicht 500 Aufnahmen oder 900 Aufnahmen, 1000 Aufnahmen, um das Ganze dann innerhalb von 5 Minuten fertig entwickelt zu haben und dann ein Hoppla-Hopp-Ergebnis zu haben, sondern wie gesagt, lieber sachte und langsam an die Ergebnisse heranpassen, bis dass es wirklich ein stimmiges Ergebnis gibt. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat die Bearbeitung soweit gefallen. Ich hoffe, das Ganze war verständlich erklärt und dass ihr mir gut folgen konntet. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal eigene Ergebnisse zeigt. Bitte hinterlasst mir mal einen Kommentar, damit ich weiß, ob das Ganze für euch verständlich war, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen sollen,
damit auch ich mich etwas weiterentwickeln kann. Denn ich möchte natürlich noch weitere Aufnahmen erstellen. Zum Beispiel werde ich im Winter nochmal die Plejaden aufs Korn nehmen. Da werde ich dann halt mehr Aufnahmen erstellen und auch da mal die Entwicklung zeigen. Oder aber auch Orion. Orion ist ebenfalls ein wunderschönes Objekt, was man im Winter fotografieren kann. Und ja, deswegen helfen mir solche Kommentare, um zu wissen, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Like freuen, denn das stößt meinen YouTube-Algorithmus etwas an. Und es zeigt mir natürlich auch, dass das Video gesehen wurde und dass es euch gefallen hat. In dem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich denke, das nächste Video wird mal wieder ein Tourenvideo sein, weil davon hatte ich schon lange nichts mehr. Oder vielleicht stelle ich auch mal eines meiner neuen Produkte vor, die ich mir jetzt angeschafft habe. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mir bis zum Ende des Videos treu geblieben seid. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.